Wasserball im Zoo Berlin. Knut ganz in seinem Element. Wasser ist zum Spielen da. Und im Flachen übt sich, was im Tiefen mal ein guter Schwimmer werden will. Tief fallen will auch gelernt sein. Aber kleine Eisbären sind hart im Nehmen. Sand drüber und alles ist wieder gut. Wie steht's um Knuts Kondition? Schwimmen kann er eigentlich von sich aus, bloß nicht lange. Was ist hier los? Tauchen klappt schon im Flachen. Man muss ihn dazu bringen, überhaupt in tiefe Wasser zu gehen. Das machen die ja von sich aus nicht, weil sie erstmal unsicher sind. Hier so flaches Wasser, das ist kein Problem. Aber tiefe. Aber das hat bisher noch jeder Eisbär gelernt. Nicht? Ruhig dagegen verläuft das Leben auf dem Hof des Bärenreviers. Katze Muschi mit ihrer langjährigen Freundin, Kragenbärenmäuschen. Die ist mit 38 die älteste Bärin im Zoo. Früher war der Hof ihr alleiniges Revier. Doch dann kam Knut. Zum Glück ist er oft auf Arbeit, in seiner Eisbärenschau vor Publikum. Danach heißt es aber wieder, den Hof teilen mit Knut. Mäuschen ist zwar schon recht betagt, aber nicht ganz ungefährlich für den kleinen Eisbären. Knut, na, guck aber. Nein. Sie sieht schon anders. Geh mal weg von der Oma. Komm. Komm. Der ist mir zu wuselig. Das müsste doch aber zu machen sein. Ein friedliches Nebeneinander auf dem Mehrgenerationenhof. Die findet ihn nicht so niedlich wie alle anderen. Vielleicht, weil Knut manchmal ein wenig respektlos ist. Die Pfleger passen lieber auf. Wenn der wüsste, was die ihm noch antun könnte, würde er nicht so rangehen. Aber dadurch, dass er denkt, er wäre der Schärfste und der Stärkste. Weil wir ihn ja vor allem beschützen. Er macht ja keine negative Erfahrung mit sowas. In der Natur würde ihn die Mutter schon eine wahrscheinlich verpassen, wenn er zu nah irgendwo an den erwachsenen Männchen oder an erwachsenen Bären geht. Beenden wir die Sache. Wenn ich mir nicht hört, muss fühlen. War oft dir noch Nein gesagt. Ja? Freundchen. Komm mal. Knut. Besonders doll nimmt Freundchen sich das nicht zu Herzen. Behutsame Annäherung. Der nächste Versuch. Ist da noch ein Croissant? Nee, da war ja keins bei. Ey, sag mal. Ja. Aber weil auch immer noch Futter liegt, da kann man ja was klauen. Und ihr merkt, dass hier mal was übrig lässt. Naja, da geht man natürlich mal gucken. Ich glaube, den Fisch müssen wir mal wegwerfen. Ja. Und am Ende gibt's keinen besseren Vermittler zwischen Jung und Alt als Thomas Dörflein. Nein, geh mal da nicht hin. Horas und Zinta, die zwei von der Jugendgang, mit mütterlicher Begleitung auf dem Weg zum Unterricht im Tierpark Berlin. Pflichtübungen.
Horas down. Down richtig. Horas down. Good boy. Und Trank ab richtig. Richtig Trank ab. Ab, steht auf. Center, run up lift. Fine, Center. Run up lift. Up und down. Down. Center down. Center down. Wie man sieht, haben die Pfleger das Sagen. Down. Run up. So ist fein. Center, run up. Nase hoch. Ab, steht auf. Vichu. Center, Vichu. Vichu heißt auf Elefantisch. Geh zurück. Center, steh auf. Vichu. Vichu. Center, steh auf. Ab, steh auf. Feines Center. Ab, steh auf. Ab, steh auf. Center, steh auf. Center, Vichu. Ab, steh auf. Reach. Ab, steh auf. Hübsch. Steh auf. Ja, ist in Ordnung. Run up lift. Run up lift. Center, run up. Ab und vorwärts. Center vorwärts, Center vorwärts. Das wohlverdiente Abendbrot wartet. Man merkt jetzt auch, je mehr man mit denen arbeitet, umso einfacher wird es dann auch. Also wenn die das erstmal lernen, dass sie was lernen, dann ist das überhaupt gar kein Thema. Sie kommen dann auch rein und wissen, dass wir mit ihnen was machen und dass es ein fester Bestandteil des Tages ist und das ist für die problemlos, weil das immer mit Essen verbunden ist. Passiert ja am Anfang auch alles in Gegenwart von der Mutter. Und erst später, wenn er sich auch kurzzeitig von der Mutter weglocken lässt, dann fangen wir an, mit denen einzeln zu arbeiten. Aber wir ziehen die jetzt nicht irgendwie von der Mutter weg oder sowas. Sowas machen wir nicht. Gehen wir hier. Joma, komm. Joma, vorwärts. Rande. Jetzt muss Joma in die Schule. War eine Kiewe. Richtig, Rande. Joma, Platz. Rande. Hossa Vichu. Hossa Vichu. Astra Vichu. Richtig, Vichu. Vichu, Astra seid. Astra Vichu, Joma Vichu, Astra seid. Vichu. Rank ab Lift. Run up Lift. Astra Run up. Keva Lift. Astra Run up Lift. Joma Run up Lift. Hier Lift. Joma Lift. Run up. Nee, nee, nee. Seid. Joma seid. Keva Run up. Joma down. Joma Eat. Eat heißt, das darfst du nicht. Aber Joma lässt sich eben gern ablenken. Joma down. Hier vorwärts und down. Astra Rande. Joma down. Geht gleich los. Rande, Astra. Bei ihm ist es ein bisschen schwieriger, weil er recht groß ist und weil er natürlich immer den Schutz auch von einer großen Mutter hat. Also man wird ihm nicht so leicht habhaft wie den anderen Zweien. Also man muss halt immer mehr mit den großen Elefanten üben und mit dem Kleinen dann so mittendrin. Das ist natürlich schwierig, weil man ja meist nur mit zwei oder drei Tierpflegern dann vor Ort ist. Und dann muss man das ja irgendwie dann alles koordinieren. Und wenn das gelungen ist und die Pfleger zufrieden sind, darf in aller Ruhe getafelt werden. Affenmännchen Santi wird zum Training erwartet. Schwierig nur, ihn von den anderen Bonobos zu trennen. Klickertraining ist anspruchsvoll, auch für die Pfleger. Heute ist Christian Aust dran. Ich denke mal, ziehen wir heute mal zu Santi. Ja. Und, Christian, ihr lernt von Gruben? Natürlich. Ja? Natürlich. Jetzt sind wir mal gespannt. Klappt gut, macht er schon rein. Ja. Mal gucken, wie sie sich sperren lassen. Das ist doch gut. Kicken wir uns mal heute an. Bin gespannt, richtig gespannt. Also, du, sperrst du aus? Na, Christian sperrt. Christian sperrt? Ich gehe jetzt erstmal in die Halle, mach den Zwischenschieber, den Elektroschieber zu. Und dann mit ein bisschen Glück, wenn sie gut laufen, dann wer wird drin noch ein bisschen gesperrt. Muss auch sperren. Eben, genau. So, kommt, wir gehen. Die Übung für den narkosefreien Arztbesuch soll im Einzeltraining ganz ruhig über die Bühne gehen. Leichte allgemeine Aufregung. Die wissen ganz genau, dass sie jetzt gesperrt werden. Der Elektroschieber, der geht immer sehr langsam runter. Du, Opala, sei nicht so frech. Opala sucht wieder mal Streit. So, hat geklappt? Hat geklappt. Okay. Dann mach weiter. Bis jetzt. Bis jetzt, ja.
Jetzt kommt der spannende Augenblick. Das Schwierige kommt ja erst noch. Ja. Machst du nicht hier vorne gleich auf, ne? Guckst du erstmal nur. Ja. Mit hier bei dir, Christian? Nee, ne? Der sitzt hier im Zwischenschieber. Jetzt wollte ich erstmal die weiblichen Tiere hier nach vorne locken. Das ist natürlich auch so ein bisschen schwierig. Dann ist es noch hier. Da ist er. Ist noch hier. Ist noch hier. Es dauert, bis der richtige Kandidat endlich separiert ist. Komm mal her. Santi. Da braucht man immer sehr viel Geduld. Es kommt da langsam. Und die Mädels mit? Ist Santi da? Ja. Sind sie alle bei dir mit, die Mädels? Nee, sitzt noch Santi hier. Sehr gut. Sind sie jetzt drüben, ja? Die anderen? Ja. Ich muss mal jetzt hier noch kurz dem Vivio eine Feige geben. Christian, wie lange hast du denn jetzt gebraucht, um den Punkt jetzt zu erreichen, wenn wir jetzt Training sehen bei ihm? Ruben hat natürlich die schwierige Vorarbeit geleistet. Das ist ja schon eine ganze Weile her. Ich habe mir das 3-4 Mal bei Ruben abgesehen und habe dann selber dann angefangen. Und das klappt jetzt schon ganz gut. Mit anderen Worten ist es für denjenigen, der zweite Mann, der dann Training beginnt, leichter, während die Schimpansen schon vortrainiert sind von Ruben. Zumindest, dass sie alles können. Und dann haben sie natürlich viel, viel leichter. So, Christian, und jetzt bitte mal. Jetzt ist der Onkel Doktor da. Nein, wir fangen noch mit den Händen an. So. Für Christian Aust ist es noch aufregend. Ja, nee. Für Santi reine Routine. Ob das gut geht. Im Kickertraining sind die schon sehr viel ausgeglichen auch geworden. Och, ist das eine Staubwolke? Ihr seid doch wohl verrückt. Wir sollen hier arbeiten. René Fiete bei der Schweinepflege. Na, Dickerchen, ist warm, wa? Mehr Wasser kommt nicht? Na, ist ja schwach. Ja. Wir haben ja seit 2 Wochen durchgehende warme, trockene Temperaturen. Und das Wasser ist einfach jetzt mal auch für die Hautpflege. Und Schweine erhitzen sich ja auch sehr schnell. Und da ist dann sowas immer sehr schön, wenn sie sich abkühlen können. Ja. Wasser allein reicht nicht für hitzige Schweine. Na, ab und zu bin ich ja ganz lieb zu ihnen und bürste ihnen durch. Mal gucken, ob du das heute willst. Ja, ne? Ja. Dann musst du mal weiter zu mir herkommen. Jetzt fängt er schon mit dieser Bewegung an, wie man hier sieht, ne? Diese seitliche Schupperbewegung. Ja, dann mach mit, dann machen wir wieder zusammen. Ja, ja. Das ist schön, ne? Ich weiß. Und du kriegst das alles umsonst, andere müssen dafür bezahlen. Ja, also er tänzelt jetzt hier ein bisschen. Ich meine, vielleicht entscheidet er sich noch wie. Ne? Und die Bürste ist besser. Die letzte, die Karte, die hat ihm anscheinend wehgetan. Ja, fördert die Durchblutung, ne? Und außerdem gehen die alten Hautschuppen ab. Sieht schön aus, Dicker. Sieht echt gut aus. Wenn du mir mal deinen Hintern gibst, dann kann ich noch das alte Stroh da wegmachen. Die Hinterfront wird auf Hochglanz gebracht. Da sind die Frauen doch was sauberer als du. So. Schwein sein ist jedenfalls schön. Dicker, dreh dich mal ein bisschen rum noch. Hase. Hier sieht man, dass er sich ganz doll geschuppert hat. Irgendwas gestört haben. Oder eine Sau hat ihnen ein Ding verpasst. Kann natürlich auch sein. Die Frauen sind ja manchmal auch nicht sehr sanft zu ihm. Ne? Wenn ihr nicht wollt, dann sagt er ihnen das auch ganz deutlich. War Dicker? Ja, komm mal her.
Na holla! Rohkost für die Alpakas. Weit kommen Katrin Spiegler und Annette Krüger damit nicht. Ey, wartet ihr mal bitte. Gib das her, weil ich glaube, der kannst du ihm machen. Okay, das war ein Versuch. Guck mal hier. Oh. Guck mal, wie der sich wehrt. Oh ja. Oh, merkst du das? Das ist ja richtig. Oh. Nee, dich würde ich auf nichts mitnehmen. Du. Oh, der macht doch ganz große Augen, siehst du das? Du legst die Ohren schon an. Also mal, jetzt fängst du doch nicht an zu spucken, oder? Oh, fängst du an zu spucken? Oh, Mensch, lass den Arm los. Also wie gesagt, für Kindergeburtstag oder so, das ist ja echt ungeeignet. Ja, wirklich. Den auf jeden Fall. Zum Glück gibt's Primel. Die Große des Jahrgangs. Aber mag sie das Laufgeschirr für die bevorstehende Tierparade? Warte mal, das ist ein bisschen kompliziert hier alles. Ja, du schaffst es schon. Oh ja, guck mal, du kriegst was Schickes um. Mal gucken, was er bei so gibt an deiner kleinen Nase. Ja, unterhaltet euch ruhig, ja. Was sprich mit ihr. Sprich mit ihr. Junge Mausi. Oh. Ja. Ah, ich lass mal jetzt so eine Schlaufe. Probier mal. Zeig mal. Oh, das passt ganz gut. Ja. Das ist super. Lass ihn mal los. Ne, loslassen ist doof. Aber das geht auch ganz gut. Ja, lass ihn nicht los. Nö. Er steht schön. Ist er ruhig? Ja, das geht. Guck mal. Oh, dann nehmen wir sie. Ja, können wir irgendwann mal machen. Pretty Woman, Primels Mutter, ist davon überhaupt nicht begeistert. Die bläht richtig die Nüstern auf. Pumpt. Das ist ihr jetzt zu viel hier. Komm mal her. Legt, Ohren legt sie auch an. Jo, hast du fein gemacht. Hast du fein gemacht. Raus geht schneller als rein. Ja, prima. Im Alpaka-Kindergarten warten noch andere hoffnungsvolle Talente. Oh, Priscilla. Das ist Tarnung. Ich bin ein Baum, ich bin ein Baum. Sollen wir dir mal irgendwie helfen? Nein, das brauchen wir nicht. Das machen die schon alleine. Ja, wollen sie alle ein Baum sein? Jaguar-Katze Chiara hat ihr zweites Junges geboren. Na, Schnecke. Wo ist die kleine Motte? Was macht die kleine Maus? Ob Katze oder Kater, weiß aber noch niemand. In 10 Tagen wird er ja geimpft und geschippt. Ich habe mal genau Adresse. Gucken wir uns genau an. Dicke, was du hast, ne, wa? Junge wäre fällig. Letzten Mädchen, jetzt ein Junge. Ja. Letizia hast du schon gehabt. Diesmal hast du gewonnen, diesmal sind Flecken, wa? Ja. Das Fleckenkind kommt diesmal ganz nach der Mama. Dem 14 Tage alten Jaguar-Baby ist der ganze Trubel herzlich egal. Es will nur eines: schlafen. Kleiner ist müde. Naja, wie das bei uns ja auch so ist. Wenn wir gegessen haben, müssen wir schlafen. Das ist mal wahr. Aber hier dürfen wir das ja nicht. Na, vielleicht eine Pause mal ein Stündchen, aber sonst machen wir das ja nicht. Leckeres Futter für die afrikanischen Antilopen. Ja, Mädels, ist gut. Ja, meine Kinderchen. Die Kudus. So, füllen wir erstmal die Raufen, ne? Ja. Gibst du Luzerne rein? Ja, ich geb Luzerne.
So. Einmal zur nächsten. Zweite Raufe noch. Hallo Mädels. Euch Lurchnecke. Blesbock Willi bleibt noch in Verwahrung. Er neigt zur Streitsucht. Das ist einfach seine Natur. Es gibt ja Antilopen. Das ist ein Revier verteilt. Ja, klar. Genau, das ist seine Anlage. Das gehört auch dazu. Das hast du ja bei Böcken, bei Antilopen allgemein so, dass sie ihr Revier verteidigen wollen und dass er denn uns als Feinde sieht sozusagen und uns dann angehen würde. Sehr unscheinbar, aber doch sehr launisch, wenn es darum geht. Ne, Willi? Bloß vor großen Tieren, die größer sind als er, hat er immer Angst. Ob jetzt Kudu, wo er lieber sich zurückzieht, oder jetzt die Strauße, die neu dazu kam, da, das ist nicht so seine Welt. Nee, dann schnaubt er wie ein Walross und dann fängt er an zu rennen. Noch schnaubt er nicht. Die Strauße sind außer Sichtweite und Willi ist der Größte. Doch das soll sich gleich ändern. So, ein bisschen auf Willi aufpassen. Ja, aber wir haben hier die Straße bei uns, da traut er sich ja nicht. Kommt mal her, Mädels, kommt. Ja, nicht so rumfauchen hier. Nicht auf die Mütze picken, Mensch. Hier ist Futter. Na, seht da. Strauße sind wirklich nicht die intelligentesten Tiere. Nein, nicht auf den Kopf, Mensch. Vielleicht nicht die intelligentesten, aber respekteinflößend. Willi bleibt lieber auf Distanz. Nimm einfach nur an, dass der Willi einfach Angst hat, weil die Strauße so dominant sind, so groß wirken. Groß, wenn sie ihre Federn aufspannen da alles, das sieht ja doch, die Feder da ein bisschen. Und dann sind sie ja doch sehr imposante Erscheinungen. Also wenn man so neben den Straußen sitzt, dann guckt man erste Sekunde ja auch nochmal. Ganz schön. Und das ist ja dann doch nicht ohne. Nicht ohne. Aber wofür gibt es denn eine Streitkultur? Willi übt schon mal auf seine Weise mit Sohn Bruno. Und Willi und Bruno sich wieder in der Wolle? Ja, so ein bisschen. Ein bisschen, wa? Aber haben sich wohl schon wieder eingekriegt. Den müssen wir langsam anmelden, Bernd. Der muss weg. Der muss weg. Sein Sohn ist da langsam geschlechtsreif und macht da... Bevor es dann auch einen Unfall oder so gibt, irgendwann mal... Die Anna an, genau. Blesbock bleibt da. Das ist nicht so gut. Der muss verkauft werden. Der bevor die sich richtig in der Wolle kriegen und der den runterprügeln will oder so, der Willi, weil er nochmal Rang höher ist. Friedlich geht es zu bei den Humboldt-Pinguinen. Putzen. Ein wenig planschen und Brutpflege. Dann eine unerwartete Abwechslung. Kinder einer Berliner Kita helfen beim Füttern. Das Futter für morgen noch in einer Riesenportion. Guck mal, was die für Augen. Die sind hässlich, die sind ganz eklig. Hey, hier taucht schon immer. Die sind nur eingefroren. Nee, hier taucht ein Auge auf. Ehrlich? Ja, es ist tot. Ja. Komm, ich bin wir gucken mal zusammen. Schön. Ich greife mir da, ich hab ein Auge. Und wollt ihr mal den Fisch sehen, den wir jetzt verfüttern? Ja. Ja? Ja. Der ist nämlich hier drin. In dem Eimer. Der ist jetzt schon aufgetaut. Hm? Ja, ne? Die glitzern. Wie aus Silber. Hm? Leben die? Nee, die sind ja schon tot. Die Humboldt-Pinguine sind skeptisch. Nur einer scheint ohne Furcht. Wollt ihr mal anfassen? Ganz vorsichtig streicheln? Am Rücken? Wie fässt er sich an? Kuschelig weich. Kuschelig weich. Hm? Kann ich das wohl wieder an? Traust du dich auch, Franzi? Wie? Ja? Ich will nichts. Nein. Ich halte ihn ja fest. Gut. Wollen wir ihn wegrennen lassen? Ja, du darfst jetzt den schnell weg. Schnell! Ja, war der schnellste. Ja.
gemacht, ja. Kommt mal her. Den Dünn hat er nicht gesehen. Die Veränderung im Futterritual irritiert etwas. Ein Fisch ist da hingefallen. Ne? Doch am Ende siegt mal wieder der Appetit. Ungeduld bei Tiger Junior Darius. Er will auf die Anlage. Aber wo bleibt Angelika Bergling? Nun wird's aber mal Zeit. Darius? Guten Morgen. Hallo. Hallo, guck mal. Ich hab dir was mitgebracht. Ein Frühstück. Ein kleines Frühstück. Naja, du bist doch wie dein Vater da. Hm? Guck mal. Hast du aber ein Glück, hä? Darius, der ist jetzt 15 Monate. Das heißt, der kann noch ordentlich wachsen. Also, der hat jetzt noch so fast ein Jahr Zeit, bis man sagen kann, wie groß er überhaupt wird. Also ich denke mal, dass er jetzt so 120 Kilo wiegt. Was ich eben total irre finde, sind eben diese riesigen Pfoten. Also wenn man hier jetzt so die Hand daneben hat, also das finde ich immer genial. Aber das ist eben beim sibirischen Tiger so ganz extrem. Na? Und für so einen halbstarken, also ist der schon unglaublich groß. Also er ist enorm gewachsen, würde ich sagen. Dieses Pusten heißt eigentlich beim Tiger, hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut. Also das ist so im täglichen Sprachgebrauch halt einfach mit drin. Was bei anderen Großkatzen, die es auch können, aber nicht wirklich täglich so im Sprachgebrauch drin haben. Das ist eben einfach, man ist freundlich miteinander und das ist natürlich ein schönes Zeichen. Wenn man früh schon pustend begrüßt wird hier, nicht? Einfach so. Aber du denkst ja jetzt gar nicht dran, was? Nein, das machst du nicht. Sag mal, wie sieht's aus? Möchtet ihr dann auf die Anlage? Hm? Ja. Was denn sonst? Darius ist schließlich kein Stubentiger. Große Kater brauchen großen Auslauf. Seid ihr aber faul. Ist heute nicht das Wetter zum Rumspielen, wa? Gleich auf die Felsen gegangen. Das ist wenigstens ein bisschen kühl bei der Wärme. Übrigens, Darius, ein kleiner Tipp. Wenn dir zu warm ist, dann geh ins Wasser. Das hilft auf alle Fälle, wenn du hier ein bisschen schwimmst. Ja? Danke, alles klar. Na, dann schlaf schön. Ja? Wo hast du dich versteckt, dein Mädel? Ich nehme an, hinten im Gebüsch, ja. Bei ihrer schönen Büschhole. Na dann komm, wecken wir sie mal. Von ihren sanften Träumen. Die Rede ist von Ameisenbären Griseline. Da ist sie. Da ist sie ja, die Kleine. Da ist Hallo? Die Süße. Hallo. Hey du. Lass mal da. Na komm, Griseline, aufstehen. Aufstehen. Komm. Die schläft. Ja. Die schläft. Jetzt kommt. Komm. Jetzt steht's auf. Und na, dann komm. Wenn du Mensch, bedenkst, die ist ja richtig schnell heute. Ja. Für ein Jahr, Alter von 11 Jahren. Ja. Die ist sportlicher wie viele unserer Mitarbeiter. Das stimmt. Grüße. Na dann komm mal, Mädchen. Zeig uns mal dein Gewicht. Jetzt ist Wiegen angesagt. Komm mal raus. Wiegen ist wichtig. Griseline erwartet ein Kind.
Ja, komm. Geh mal auf die Waage. Na, komm mal. Na? Bleibst du? Bleibst du? Lass ihn mal kurz los. Ich wiege mich einfach mit ihr zusammen. Und dann können wir ja mein Gewicht nachher von ihr abziehen. Ja. Na, komm mal hoch, meine Kleine. So, was haben wir denn nun? So, 134 Kilo. Ah ja, so, jetzt musst du rauf. Mal sehen. 91,5. Nee, 97,5. 97,5 haben wir. Das sind 36. 36. Hast du ein bisschen zugenommen. Ja, ist ja schön. In etwa 6 Wochen kommt der Nachwuchs. So, jetzt machen wir mal einen Bauchumfangtest. Komm mal aus deiner Höhle raus. Ich weiß, du bist gerne da drin, aber du musst auch mal testen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ja, hast du Umfang auch ein bisschen zugenommen. Unten ist auch ein bisschen dicker. Ja, meine Liebe. Griseline hatte bisher viel Pech. Dieser Kleine, ihr bisher letztes Kind, lebte nur ganze 9 Tage. Ein Drama im Zoo Berlin. Die meisten von Griselines 7 Jungen davor kamen leider schon tot auf die Welt. Er nicht. Aber lebensfähig war er trotzdem nicht. Meine Süße. Komm, geh mal. Ja. Yeah. Komm. Komm, jetzt kannst du wieder in deine schöne, grüne Traumhöhle gehen. Na? Super. Nun hoffen alle auf die nächste Geburt. Pluto, das Shetland-Pony-Baby, ist 2 Wochen alt und interessiert an allem Neuen. Komm mal her. Trauen wir uns? Trauen wir uns? Sind wir neugierig? Oh, ganz sind toll. Wir neugierig, ja? Na? Sind wir neugierig? Na, das ist ja mal jetzt was Tolles, wa? Guck mal, da ist so ein Brüderchen. Wir machen ja nichts, wir tun ja nichts. Ja, ja, genau, genau. Guck mal, das ist schön, wa? Weit weg von Mutti? Nee, ich brauch's nicht. Das hast du gerne, wa? Das hast du gerne. Deine Zähnchen? Hier, Kicker, siehst du? Da kommen sie schon vor. Ja. Na? Kannst du dann ja schön abbeißen. Die Blätter, ja, hier so, ne? Hier. Das haben sie ja alle. Das machen sie auch unter sich dann, dass sie sich gegenseitig praktisch so knipsen hier am Widerrist. Er ist ja zum Mittag auf die Welt gekommen, also wir waren bei den Rentieren sauber machen und kamen so um 12 Uhr von Rentieren wieder, da stand er hier auf der Anlage. Ja, also da kam man von oben vom Weg runter und denkt, was steht da mit mal auf der Anlage? Also ganz problemlos alles. Die Geburt ganz normal verlaufen. Ne? Stand auch schon. Mit Schuhen beschäftigt sich Pluto genauso gern wie seine einjährige Stiefschwester Püppi. Bis er die lichte Ponyhöhe von 1,10 erreicht hat, muss er aber eher an anderen Dingen knabbern. Ja, die andere Einheit, wa? Nachbarn. Das Klickertraining mit Bonobo Santi ist in vollem Gange. Okay, gut, Santi. Left ear,
Oh, schön. Ja, ist auch wichtig, damit man sieht, ob Schmutz ist. Right ihr? Ja, macht aber schön. Mmh, beide macht aber schön. Chest? Toll machst du das. Ganz toll. Ab. Super. Ein Klick heißt gut gemacht. Danach gibt's Belohnung. Santi, back, back. Santi, back. Los. Left Shoulder? Nee. Ich hab das falsch verstanden. Ja. Aber macht ruhig so. Wird jetzt natürlich nur so ein bisschen simuliert. Kleiner Peaks. Toll. Also ich würde mich nicht pieken lassen. Wenn man überlegt. Maus? Und Zähne okay? Alles besser. Oberreihe, Unterreihe? Kein Karies? Ja, das dient doch alles dazu. Das haben wir früher gemacht, da haben wir uns narkotisiert. Left foot. Ja, dann können wir jetzt hier so ein bisschen draufschmieren, damit es besser, besser verheilt. Nee, nicht. Kannst du dann doch noch was tauschen lassen. Muss reinwerfen. Guck mal her, Santi. Mein Meisterkicker. Komm mal her. Hier kommt er wieder. Ja, den zerbeißt er. Ah, fein. Toll. Super. Tja, Santi. Toll. All done. Klasse. Ja. Ah, haben beide gut gemacht. Klasse. Jetzt gibt's ja was schon. Nee. Mm. Wie weit sind wir mit den anderen? Hm? Hat Christian schon genauso gemacht. Also, alle durch? Alle durch, ja. Also Vifio ist eigentlich genauso weit wie Santi. Nee, das ist okay. Die Training ist schon toll. Und die kommen gern. Da kannst du wirklich eine Gruppe mit beeinflussen. Versteckst du dich jetzt? Ja? Versteckst du dich jetzt? Dicker. Das ist ein lieber Junge. Gut, okay. Prima, Junge. Mach's gut. Tschüss. Tschüss, der Vifio. Ja. Gut gemacht, Santi. Nicht, dass du dich erschreckt. Nee, komm mal hoch. Komm mal hoch. Nee, komm mal hoch. Du hast nämlich hier, ne? Ihre Stelle ist hier. Ne? Und jetzt geht es los. Und das genießt unsere Dicke dann immer. Die Dicke, ein Maskenschwein, liegt René Fiete zu Füßen. Und das ist eine ganz liebe Sau. Und da kriegt sie dann immer ihre kleine Streicheleinheit von mir. Wenn man hier unter die Achsel geht, ne? Oder hier. Und die Kleine schließt dann die Augen. Ne? Man kann unter das Kinn gehen. Man kann das richtig schön machen. Ja, das ist jetzt eine der wenigen, die sich richtig so lange anfassen lässt. Hängt damit zusammen, wo sie geboren wurde, dass wir sehr viel mit ihr geschmust haben. Ne? Weil sie ja auch alleine war. Und da haben wir sie ein bisschen verwöhnt. Jetzt reicht. Ne? Ja. Jetzt kannst du aufstehen. So. Genau. Jetzt kannst du aufstehen. Jetzt geht es. Wie? Ja, ne? Bist wie ein kleiner Hund. Ja. Wie ein kleiner Hund bist du. Bist eine ganz liebe, bist du. Ne? Schweine sind auch hochintelligent. Ne? Man sagt immer blödes Schwein, aber das stimmt ja nicht. Ne? Schweine werden schon für Drogensucher angewandt. Oder für die Trüffelsuche zum Beispiel. Also man kann Schweine sehr viel beibringen. Ne? So, Schnecke, und jetzt muss ich weiterarbeiten. Ne? Ja, Mickey.
Geh zu den anderen. Ciao. Dr. Ochs auf dem Weg zu einem neuen Patienten. Bei den Parma-Kängurus gibt es schon wieder Nachwuchs. So, och, och, och. Alles halb so wild, alles halb so wild. Alles halb so wild, ja, 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 ja. Alles halb so wild. Alles, ja, ja, ja. Parma-Känguru fangen immer so ein bisschen wie Handball-Torwart-Training. Das war dann immer gut. So, mach mal draußen noch, bitte. Genau. Jo, jo, ist gut, ist gut. Ein Chip wird kommen. Das Erkennungssignal der Zoogemeinde. So, machen wir erstmal den Chip und dann gucken wir nach dem Geschlecht. Ne? Oh, kleiner Mann. Ja. Kleiner Mann, ja, ja. Ein bisschen aufpassen, denn die sind mitunter doch auch relativ bissig. Ja, ja. So, jetzt gucken wir mal nach dem Beutel. Denn es ist tatsächlich so, dass nur die weiblichen Tiere Beutel haben. Die männlichen Tiere haben zwar auch einen, aber der ist tiefer. Und da kann man nicht reinfassen. Und wir spüren hier. Kein Beutel, ne? Nichts. Nee. Das ist eigentlich schade, weil wir bräuchten unbedingt mal wieder ein Weibchen hier. Ja. Warte mal. So viele Männer. Können wir den mal andersrum halten? Das ist doch das ist was. Ach ja, ist gut. Alter Meckerfritze. Alter Meckerfritze. Immer lieb. Ja. Doch, oh. Das ist ein Weibchen. Oh. Und wenn man hier drin reinguckt, da kann man dann schon die Ansätze der Zitzen sehen. Und die Embryonen, die werden ja mit so 30 Tagen verlassen die den Mutterleib und bewegen sich eigenständig von hier unten in diesen Beutel rein und heften sich dann an die Zitze an. Oh, ja, ja. Und entwickeln sich dann da weiter. Ja, dann lassen wir sie los. Mach mal den Clip zu, bitte. Dann kann er hier um die Krumm rappeln und dann lasse ich ihn raus. Das ist ja schön, dass es mal ein Weibchen ist. Ja, Gott sei Dank, ne? So. Hoppsa. Hoppala, hoppala. Ui. Oh, guck mal. Jetzt lasse ich dich raus. Ja, ja, du willst raus, ne? Gucken wir mal, guck mal, guck mal. Hallo. So. Und? Nee, 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 das ist jetzt falsch. Orientierungsprobleme. Komm, geh mal. Guck mal. Nicht dadurch, das sind Dummalle. Komm, nicht doch. So. Da, bing. Muss ich hier noch filettieren? Ja, muss ich. Der Mittagsschlaf ist beendet. Jetzt will das Jaguar-Baby spielen und verwöhnt werden. Mama Chiara macht ihre Sache sehr gut. Sie kümmert sich liebevoll. Noch ähnelt das Jaguar-Kind eher einem Stubentiger. Einmal erwachsen, wird es zur drittgrößten Raubkatze der Welt. Dafür hat er oder sie aber noch jede Menge Zeit. Die Jaguare sind nicht allein. Genau beobachten die Pfleger, wie die beiden miteinander umgehen. Und Mutter Chiara mustert ihre Umgebung auch ganz genau. Sie ist im Großen und Ganzen ist sehr entspannt, aber sie ist auch so ein bisschen innerlich hier, wacht sie schon. Das sieht man also dann immer so ein bisschen an die Schwanzspitze, dass sie immer so leicht bewegt. Und sie hat uns schon also im Visier. Sie achtet schon sehr drauf. Also wenn wir uns hier ein bisschen falsch bewegen, wäre sie auch sofort da. Also jetzt, dass sie ganz relaxed und entspannt ist, ist also nicht der Fall. Das sieht man schon, dass sie also immer darauf achtet, dass wir hier keine falschen Bewegungen machen, nicht am Schieber irgendwas machen. So wie sie jetzt ist eigentlich, so sollte sie eigentlich sein. Dass man dann hier steht, dass sie nicht gleich ins Gitter springt. Sie beobachtet uns und tut es gut so. In meiner 39-jährigen Dienstzeit hier habe ich 120 Jungtiere erfolgreich aufgezogen. Vom Erdmännchen bis zum Sibirtiger, also jede Größe. Wenn die anfangen zu gebären,
Es ist eben halt oft so, dass sie die in den Sand setzen. Das heißt, die kümmern sich nicht, sind darüber erschrocken, was da passiert. Und dann greift der Mensch eben ein. Beim zweiten, dritten Wurf ist das meistens schon erledigt, dass sie das eben können. Also wenn die so lange auf den Menschen geprägt werden, können sie selber keine Kinder aufziehen. Dann geht es immer weiter, diese Schraube, dass sie also zwei Junge setzen. Sex machen sie alle, egal ob handgezogen oder nicht. Aber das Produkt können sie nicht behandeln. Deswegen sehen wir zu, so schnell wie möglich, die wieder zu ihren Artgenossen zu bringen. Chiara kann zum Glück aufziehen. Sie weiß, was zu tun ist. Schon interessant fürs Kleinkind. Gerade mal 59 Gramm bringt er auf die Waage. Little Joe, ein Teichreiher mit 7 Tagen. Weitere Einzelheiten aus der Vogelperspektive in der nächsten Folge von Panda, Gorilla